Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder zu einem sehr wichtigen, interessanten Tutorial. Denn mir ist aufgefallen, es gibt kaum welche, die auf das sich beziehen. Ihr habt es bestimmt schon im Kontext gelesen, Wetteinsätze, ne, und Einsatzbefehle, AdWords. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich hier damit Lines machen ohne Ende? Wie kriege ich das entsprechende zusammen und raus? Na, denn Lines sind halt nun mal hier das absolute Notwendige. Gut, die Forschungspunkte auch zum Erforschen von neuen Sachen. Aber mit Lines könnt ihr halt zum Beispiel neues Flugzeug, Panzer, Co. halt euch auch kaufen, wenn ihr es mal erforscht habt. Ne? Auch kaufen. So, und ja, wie kriegt ihr den ganzen Kram da zusammen und dies und jenes? So, wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt mal ein bisschen durch. Erstmal, wo findet ihr den ganzen Kram, falls ihr schon was davon eingesammelt habt, ne? Da klickt ihr einfach hier drauf. Wenn ihr das jetzt auszusehen so weggeklickt habt, ne, das kann ja mal passieren, man kommt irgendwie falsch auf irgendwo drauf, einfach hier wieder draufklicken. Zur Not gibt es noch eine andere Möglichkeit. Da geht ihr einfach auf Inventar. Zack, und schon habt ihr es. Ne? Schon habt ihr es. So, ihr wollt die ganzen anderen Sermon jetzt hier nicht sehen. Dann klickt ihr einfach auf Wetteinsätze zum Beispiel oder hier auf Einsatzbefehle. Seht ihr, so verläuft sich das. Das ist einfach genial. So könnt ihr das wunderbar machen. So, wir gehen mal auf die Wetteinsätze. Ne? So verläuft das einfach. Es ist einfach, es ist hier sehr einfach gestrickt gehalten. Ne? So, zum Thema, wo kriegt ihr den ganzen Sermon her? Manchmal hier im Ingame-Shop. Na, manchmal ist das gegeben. Meistens kriegt man das aus irgendwelchen Kisten immer rausgeschmissen. Momentan hier aus dem Event-Ding hier kann ich euch mal ganz schnell mal eins zeigen. Ich kaufe mir hier so mal einen Schlüssel. Das ist 50.000. Einen Moment. So, zack, bumm. Dann kaufen wir das hier. Die Chance, dass ich jetzt hier irgendwie was Huppi-Fluppi rauskriege, ein Fahrzeug rauskriege, Tarnanstriche oder sonst irgendwas, ist sowieso kaum drin. Das meiste, was man hier eher rauskriegt, ist ein Booster oder halt zum Beispiel Einsatzbefehle oder sowas. Ne? Das ist eher mal drin. Es ist jetzt einfach mal provisorisch grob. So, dann machen wir das kurz mal an. Ich hoffe mal, jetzt kommt der absolute Schrott raus, damit ihr dann seht, wo ihr das rauskriegt. Ansonsten könnt ihr das auch noch anders da. Ja, wo habe ich das gewusst, Leute? Ich kenne dieses Game auswendig. Ich kenne dieses Game mittlerweile schon auswendig. Ja, also man kriegt, aus den Kisten kriegt man meist nichts raus. Hier kriegt ihr natürlich ne, Fahrzeuge, Abzeichen oder Tarnanstriche raus. Das steht mal fest. Obwohl, da gab es auch früher mal, glaube ich, die Möglichkeit, die Dinger rauszukriegen. Aber wie gesagt, das Zeug wird euch auch regelrecht immer wieder mal nachgeschmissen. Ne? Das kommt immer nach Abschluss einer Schlacht, kommt öfters mal, wenn die Tombola losgeht. Und die geht ziemlich oft mal los, kriegt man halt den großen Schmu immer nachgeschmissen. Oder, naja, Schmu kannst du jetzt auch nicht sagen. Ansonsten gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten durch den Kriegsanleihen-Shop, ne, könnt ihr euch hier auch Sachen noch freikaufen. Ihr habt immer Kriegsanleihen, ihr werdet immer hier die Aufgaben, wenn ihr die an der Seite abgeschlossen habt, habt ihr das immer. Und da haben wir sie schon hier. Ihr kriegt jetzt zum Beispiel Einsatzbefehle raus, ne, über das Ding 400, Kriegsanleihen rausschmeißen, ne? Zum Beispiel kann man das so machen. Dann haben wir hier, Moment, bevor ich jetzt nicht, das sind die auf Zeit. Dann haben wir hier, was war das hier nochmal, Random Camouflage, nein. Das Pinselchen zeigt euch an, was das genau ist. Hier kriegen wir, ihr kriegt ihr die Wetteinsätze raus, dann müsst ihr halt 600 reinmachen und ihr müsst halt hier unten vorangekommen sein, das ist die andere Geschichte. Also es gibt viele Möglichkeiten, an diese Teile ranzukommen. Ne? Mal dazu. So, wir gehen jetzt aber wieder zurück zu den Wetteinsätzen. So, was sind eigentlich diese Wetteinsätze? Gut, der Name sagt eigentlich schon alles aus. Ne? Man investiert ein bisschen was, bis auf bei den Golden Wrecker-Dingern hier oder bei den Golden Wrecker da. Aber bei den meisten anderen investiert man einfach etwas und bekommt dann halt eine entsprechende Belohnung. Wenn man die Aktivität auch wirklich in ordnungsgemäß abschließt, ne, bekommt man halt eine gewisse Belohnung auch raus. Ne? Wie gesagt, bis auf hier den Golden Wrecker. Von dem Golden Wrecker hier gab es mal 3 Versionen. Die anderen 2 wurden entfernt, weil die kaum noch gespielt worden sind. Obwohl die auch ganz praktisch waren, muss ich sagen.
Aber ja, das Kommandantending hier, das wurde am meisten gespielt, ne? Das wurde am meisten genutzt. Daher haben sie halt den anderen Kram dann da rausgeschmissen. Ne? Ist ja auch, ne? Kann ja auch. Ist schon in Ordnung so. Ja, gehen wir zum Golden Wrecker erstmal über, weil Golden Eagles wollen ja auch alle haben. Die Voraussetzung besteht hier, erringe einen Sieg, ne, mit 3 zerstörten Spielerfahrzeugen auf dein Abschusskonto. Das gilt für jede Runde, die ihr macht. In jeder Runde müsst ihr einen Sieg und 3 zerstörte Spielerfahrzeuge rausholen. Da wird schon der eine oder andere sagen, boah, das ist ja Stress pur. Deshalb empfehle ich euch, nehmt einen Freund mit, Freundin, irgendwen. Ne, irgendeinen Spieler, den ihr kennt, oder Spielerin, die euch dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Und gelegentlich hilft es auch mal in einer Runde mittendrin im Chat vielleicht reinzuschreiben, ey Leute, ich habe gerade so einen Golden Wrecker am Laufen, helft ihr mal ein bisschen, unterstützt ihr mich ein bisschen, damit ich das Ding hier abschließen kann. Ne? Wenn mal eine Runde schlecht läuft, ne, ihr nicht diese besonderen Ziele erreichen könnt, ihr habt 3 Versuche, jo, bin die allerdings komplett weg, ja, pp, aber ihr, ich sag's mal so, ich sag jetzt, seid ihr mal auf Stufe 10, ne, und alle 3 Versuche sind dann weg, kriegt ihr trotzdem die 300 Golden Eagles auf eurem Konto gut geschrieben. Ne? 1500 ist natürlich absolut, ne, absolut. Aber ihr, wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, das sind insgesamt 25 Runden plus nochmal die 3 Chancen, 28 Runden, Pi mal Daumen, ne. Das ist ganz schön viel, das ist ganz schön lange Zeit, also ja. Gilt für alle möglichen Aktivitäten, Flugzeug, Panzer, Schiffe und ja, eventuell auch bei den Helikoptern. Da weiß ich nicht, ob, wie sich das mit dem PvE-Modus so richtig, ob das, aber es müsste eigentlich funktionieren. Es müsste eigentlich funktionieren. Aber bei, gerade bei Helikopter-PvE-Modus, wie der Name schon sagt, PvE, ne, ist das eigentlich eher eine schwierige Angelegenheit. In meinen Augen. So, ja. Was auch noch wichtig ist, das ist hier mindestens ein Fahrzeug auf Rang 3 bis Rang 4 in deinen Besatzungsplätzen. Ne? Ist auf jeden Fall wichtig, das solltet ihr. Ihr solltet euch generell immer die Dinger durchlesen, bevor ihr sie aktiviert, damit ihr dann wisst, ne, ob ich das gewährleisten kann oder nicht. Ne? Manche kann man auch alleine machen von den Dingern hier, aber das Goldene Wrecker hier immer mit Freunden. Ich habe da auch noch einen davon. Ich hatte mal in der Vergangenheit deutlich mehr. Die sind immer wieder mal verbraucht worden. So, dann gehen wir jetzt mal auf die üblichen mit Lines, weil darum geht es hier am meisten. Wie komme ich an viele Lines ran? Ne? Und da gibt es natürlich viele, viele verschiedene. Manche habe ich in größerer Fülle und Hülle, weil ich sie einfach gar nicht anrühre. Und manche habe ich einfach mal so... kaum noch, ne, kaum noch. Da gibt es so einige, die ich mal ab und zu mal verwende. So, zum Beispiel unaufhaltsamer Wetteinsatz, ne. So, erreiche einen von diesen verschiedenen Sachen hier, ne. Entweder heldenhafter Pilot, wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr auch noch, was Voraussetzungen sind und was ihr, weil das ist ein Award, ne, eine Auszeichnung. Und diese Auszeichnung gibt euch auch noch mal ein bisschen extra Lines nachgeschmissen. Wie ihr seht, heldenhafter Pilot für das Zerstören von den meisten Flugzeugen in Flugzeugschlachten. Kann nicht weniger als 12 sein. Ihr müsst 12 Flieger oder mehr sogar. Ne? Aber nicht drunter. Ansonsten kriegt ihr diese Auszeichnung nicht und dann ja, ist das halt nicht erfüllt. Das ist ein bisschen schade dann. So, Schrecken des Himmels. Ist im Prinzip eigentlich dasselbe, nur kann nicht mehr als 11 sein. Ne? Also mindestens 11 Abschüsse sind auf jeden Fall in der Liste drin. Müsst ihr auf jeden Fall erreichen. Donnergott, das ist für die Bomber unter euch da draußen sehr wichtig. Oder generell die Leute, die einfach Bodenziele angreifen. Ne? Verdient für die Zerstörung der meisten KI-Bodenziele. Kann nicht weniger als 18 sein. Da gibt es einen schönen Modus in den Fliegerschlachten. Das die heißt Frontlinie. Da gibt es genug Bodenziele. Da kann man wirklich. Das sieht man auch öfters in den Schlachten da, dass viele Leute es versuchen, da sehr viele Bodenziele wegzuhauen. Nicht sich um die Spieler kümmern, sondern eher um die KI-Gegner. Und ja, die haben entweder gerade so einen Wetteinsatz hier am Laufen oder einfach generell. Bei Donnergott gibt es nur 5000 Lines oben drauf. Kann sich aber auch aufgrund der erhöhten Rating, ne, oder Rang, besser gesagt,
so ein bisschen mit der Belohnung mehr rauskommen, weil ich habe schon Donnergott gekriegt, da waren statt 5000, sondern 8000 Lines mit drin, ne? Also, ja, ist doch schon mal ganz toll. So, Panzerfaust, das ist ein bisschen komplizierter. Für, verliehen für die Zerstörung der meisten KI-Bodenziele. Also dasselbe jetzt hier wie Donnergott, ne? Nur dann halt auch, ne, kann nicht mehr als 17 sein. Ihr müsst es schon, beides ist schon sehr recht schwierig zu erreichen, aber wenn man kontinuierlich dann dran bleibt, also ich sag mal so, Arkade, Fliegerschlachten, Frontlinie, da kann man da eine Menge rausholen. In realistisch kann man es auch probieren, aber ihr wisst ganz genau, in realistisch ist es sehr, sehr schwer zu erreichen, ne? Sehr schwer. Gut, in realistisch braucht ihr auch deutlich weniger, ne? Aber trotzdem ist sehr schwierig, ne? Sehr schwierig. So, heldenhafter Panzerfahrer, das ist auch so Top-Ding. Das erreichen nicht viele von euch da draußen. Oder generell habe ich das nicht so bei vielen gesehen, ne? Ich selbst habe das nur zwei oder dreimal rausgeholt. Sehr seltene Angelegenheit. Selbst bei Rang 3, ne? Also, das ist schon eine schwierige Sache. Verliehen für die Zerstörung der meisten spielergesteuerten Landfahrzeuge kann nicht weniger als 12 sein. Das muss man erstmal rausholen, ne? Gut, es gibt halt Runden, da geht man richtig schön ab wie Schmitz Katze und macht hier einen nach dem anderen platt. Aber es gibt auch viele Runden, da stirbt man einfach vor sich hin. Stahlkoloss ist auch sehr, ist das Prinzip wie das hier, ne? Nur halt kann nicht mehr als 11 sein, ne? Ihr müsst mindestens 11 Panzer zerstört haben, um diese Auszeichnung rauszuholen. Oder Tsunami, ne? Tsunami verliehen für die Zerstörung der meisten KI-Seeziele. Kann nicht weniger als 18 sein. Ja, da schluckt der ein oder andere von euch und sagt sich, was, 18 KI-Schiffe, oh Gott. Und ich kenne Spielrunden, da gibt es noch nicht mal 18 Schiffe. Das ist das Schlimme. Ja, da ist ja Monsterwelle dann eher euer Freund, ne? Monsterwelle. Generell gesehen gibt es in verschiedenen Fliegerschlachten zum Beispiel eher Leute, die nicht so oft die Seeziele angreifen, eher sich gegenseitig, ne, mit Fliegern oder halt die Bodenziele, aber die Seeziele eher weniger. Monsterwelle ist da einfacher zu kriegen, ihr macht einfach so zwei, drei kleine Schiffchen platt, die meisten Spieler tun sich wirklich um die Seeziele da nicht kümmern und dann kriegt ihr auch schon Monsterwelle raus, ne? Kann nicht mehr als 17 sein, ne? Also habe ich schon oft genug rausgekriegt. So, und wie funktioniert das Ganze hier? Ihr kennt das ja mit Wetten allgemein, falls ihr noch im Leben schon mal gewettet habt. Ansonsten bei Mindesteinsatz, ne, kriegt ihr 12.500 für die erste Stufe raus. Im Übrigen, wenn ihr in irgendeiner Runde eins dieser wichtigen Faktoren hier, ne, nicht erreichen solltet, steht hier aber auch mindestens drin, Moment, mindestens ein Fahrzeug auf Rang 3 bis Rang 8, wir sind ja schon soweit. Wo steht denn? Ach ja, die oben genannte Bedingungen müssen innerhalb einer einzigen Schlacht erfüllt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, war es das halt mit dem Wetteinsatz, ne? Dann kriegt ihr halt nur, wenn ihr nur Stufe 1 erreicht habt, kriegt ihr halt nur das aus Stufe 1 raus. Das ist dann halt leider schade, ne? Ja. Das ist dann halt leider schade. Ihr seht, bis Stufe 10 geht das Ding hier. Bei Mindesteinsatz, ich mache jetzt nur mal. Das hier ist der Maximum, ne? Das ist das absolute Maximum. Bei Mindesteinsatz sind es 500. 500, bei Einsatz von 500 kriegt ihr in ganz normal bei Stufe 1 12.500 raus. Stufe 2, ihr seht es ja selbst, 25.000. Der Endstandpunkt ist bei irgendwann mal 250.000, wenn ihr die Stufe 10 erreichen solltet. So, beim Maximum kriegt ihr hier natürlich deutlich mehr. Das neigt, reizt ein. Aber ich sag's mal so, das heißt, ihr müsst hier 10.000 Lines hier erstmal investieren, um das zu erreichen. Ne? 10.000, das hat nicht jeder am Anfang. Das ist schwierig, ein schwer erkämpftes Ich sag's jetzt mal Ressource. Schwer kämpfte Ressource. Ne?
Denn seit dem letzten Update in diesem Spiel, was generell das Bekommen von Lines angeht, ist es schon in den ersten Rängen sehr, sehr schwierig. Ich muss jetzt allerdings sagen, ich habe hier jetzt einen Booster aktiv. Oh ne, der ist nicht mehr aktiv. Okay, der ist jetzt, okay, der ist nicht mehr aktiv. Sehr schön. Das gilt jetzt hier nicht, weil da habe ich mir einen. Obwohl, kann ich das da drauf zählen? Ja, nee, das zählt. Stimmt, der Talisman gilt ja nur für Forschungspunkte. Na, der gilt ja nur für Forschungspunkte. So, ihr seht, in den ersten Rängen plus 15%. Na? Und da müssen wir nochmal vielleicht ein bisschen was abziehen oder so. Nee, das, achso, das agiert. Okay, das zählt ein bisschen anders da. Ja, ihr seht, also nur plus 15%, wenn ich jetzt hier mit was abschieße, mit dem Doppeldeckermodell, nein, Eindeckermodell, aber er wird zu den Doppeldeckern irgendwie gezählt, weiß der Teufel, wieso, weshalb, warum, ist egal. Ne, kriege ich 15% daraus, dann wird das mal, ne, 100%. Ja, ich glaube, das hat mit meinem Premium zu tun, nochmal agiert. Plus nochmal 50% wegen dem Premium-Status. Nee, okay, das ist ganz normal die 100% hier. Also, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, wie das Ganze sich verhält, aber man kriegt halt recht wenig raus. Sagen wir es mal so. Ne? Die ersten Anfänge sind halt schwierig, da krauchst du dich von Schlacht zu Schlacht nach oben. Da ist mein bester Tipp an alle Neulinge hier drin oder Neueinsteiger, zukünftige. Statt Flugzeuge, fangt erstmal an, Bodenziele zu klatschen. Da gibt es auch nicht viel, aber ne, wenn ihr noch nicht so flugsicher, gerade beim Fliegen noch nicht so sicher drin seid, dann macht eher die Bodenziele. Beim Panzerfahren ist das ein bisschen was anderes. Da gibt es keine Alternative. Da gibt es entweder die Panzer, ne, oder halt in den Arcade-Schlachten oder generell Arcade- oder Simulator, genau. Gut, realistisch. Oder Simulatorschlachten, aber das sollte man als Anfänger nicht gleich machen. Ja, Arcade gibt es natürlich dann, wenn man genug Punkte zusammen hat, ne, kommt ein Flugzeug, geht bei das Flugzeug auch ab. Aber hier bei den Panzerschlachten ist das generell, schießt ja halt die Panzer ab. Ne. Da ist das Belohnungsverhältnis auch ein bisschen höher, selbst auf Reserve oder so ist das ein bisschen höher gesetzt. Aber das hat halt auch damit zu tun, manchmal hast du einfach mit den Panzern nicht immer so den Erfolg. Ne. Das ist die Sache. Bei den Schiffen, da muss ich jetzt mal umsetzen kurz. Weil die Franzosen haben ja immer noch keine Schiffe drin, da ist es dasselbe. Da ist ja die Aufgliederung dann noch, da könnt ihr euch dann selber entscheiden, wollt ihr jetzt hier Hochseeflotte oder Küstenflotte fahren. Ihr seht hier das Verhältnis, hier sind es 15%, bei der Hochseeflotte sind es 30% ungefähr in den ersten Rängen. Und ja, umso höher ihr im Rang steigt, umso mehr kommt halt irgendwann mal raus. Na, so ist das hier agierend. So funktioniert das Ganze hier. So. Immer so ein bisschen mal abgewichen, aber es musste jetzt mal sein, ne? So. Und ja, jetzt bin ich auch schon so ein bisschen neben der Spur, nein, Spaß. Und so kommt man so ein bisschen an Kohle ran, ne? Also in den ersten Anfängen, da ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig, die Kohlen zusammenzukriegen. Aber wenn ihr schon hier mit einem sogenannten Mindesteinsatz das Ganze startet, reicht das schon im Groben aus. Auch wenn jeder den ganz großen Kuchen haben will. Aber die Voraussetzung ist halt, dass ihr in jeder Schlacht einen von diesen Dingern da auch wirklich bekommt. Ne? Das ist die Voraussetzung für diesen hier. Ne? Wenn ihr das nicht erreicht und ihr seid, was weiß ich, gerade bei Stufe 3, kriegt ihr entweder 37.500, wenn ihr halt den kleinen Einsatz macht, oder beim großen Einsatz sind es natürlich 75.000. Da freut sich natürlich das Kämpferherz, ist klar. Schon, ne? Ja. Also die Dinge zu aktivieren, dieses Teil hier zu aktivieren, lohnt sich eigentlich in meinen Augen, weil irgendwas davon lässt sich immer erreichen. Immer. So, gehen wir zum nächsten. Die beste Staffel. Da müsst ihr noch nicht mal in einer Staffel sein. Ihr werdet ja generell, wenn ihr es nicht anders da eingestellt habt, bekommt ihr ja einen Kameraden in eine Staffel zusammengeschmissen. Ne? Außer ihr stellt jetzt das ein. Moment, da weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Upsi, Einstellungen müssen wir selbst nochmal gucken, weil ich weiß gar nicht mehr, das ist Standard. Dementsprechend, ne, das ist hier das. Panzerschlachten, Seeschlachten, Maßeinheiten, Spielermarkierung, ne, das ist es auch nicht. Chat, Voice, Privat,
Ich glaube hier weitere Einstellungen. Nein. Nein, ist auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, vielleicht sogar soziales Netz. Nee, das ist falsch. doch Privatsphäre, glaube ich, war es. Nee. Auch nicht. Das weiß man jetzt gar nicht mehr so richtig, wo das ist. Irgendwo ist die Einstellung dafür. Aber ich finde es auf Anhieb jetzt nicht mehr. Na, allgemeine Schlachteinstellung. Nee. Ja, das müsst ihr euch selber mal raussuchen. Ich finde es selber nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Ja, das ist hier für die Flugzeuge und alles. Irgendwo ist diese Einstellung genauestens. Oder? Nee, bei Steuerung kann das auch nicht sein. Also irgendwo ist diese Einstellung auf jeden Fall. Es ist nämlich gewollt, dass ihr mit irgendeinem anderen Spieler, der wird dann grün angezeigt in der Fliegerliste. Und mit dem seid ihr dann regelrecht wie in einer Staffel, ne? Provisorisch. Für diese eine Runde. So, für diese eine Runde halt. Und kommt auf die Aktivitäten von euren, von euch beiden an, ne? Seid ihr, also ich sag's mal so, ihr seid sehr aktiv, er ist jetzt nicht so aktiv, aber trotzdem macht ihr den ganzen Job. Kann es doch oft mal der Fall sein, dass ihr wirklich hier beste Staffel erreichen könnt. Praktischer ist es natürlich, wenn man mit einem Freund zusammen das macht, ne? Ja, hier ist das Verhältnis, ja, wie gesagt, beste Staffel erreichen. Die oben genannten Bedingungen müssen halt wieder, ne, innerhalb einer einzigen Schlacht erfüllt werden. Wie das Ganze mit dem Einsatz hier funktioniert, das wisst ihr ja jetzt schon, ne? Ab Rang 3 bis Rang 8, ne? Und ja, ihr habt auch nur 3 Chancen. Hier verhält sich das gleiche wie bei den Golden Dragon wieder. Ihr habt 3 Chancen, das heißt, dreimal jedes, kriegt ihr nicht diesen Titel raus, ne, diese Auszeichnung, die beste Staffel, dann habt ihr Pech. Verliehen für das Erreichen der meisten Staffelbelohnungen in einer Schlacht. Ne? Da kommt es halt auf die Aktivität von euch und den, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Jenigen Spieler, genau, an, was da so in der Schlacht abgeht. Ja. Ich kann auch sagen, Kerle, Mädel oder Querstrich die andere Geschichte. Ja, ich bin da sowieso nicht so. Leute, ich will das jetzt nicht ansprechen. Ne? Ich bin da sowieso ein bisschen drin verwirrt. Also da habe ich keine Ahnung von dem ganzen Kram. So. Ja, das Ding lohnt sich auch ganz oft zu verwenden, anzumachen. Aber, ja, kann manchmal doch recht kompliziert sein, muss ich sagen. Ist nicht immer gegeben, dass man so, ne, man will ja auch die Endstufe erreichen, aber hier mit der Aktivierung, selbst wenn ihr mit einer Staffel unterwegs seid, müsst ihr, könnt, solltet ihr ein bisschen grob damit rechnen, dass es vielleicht bis zum Endstadium nicht erreichen ist, oder ihr es nicht schafft zum Endstadium. Aber doch, in einer richtigen Staffel zusammen, ne, mit Freunden oder kleinen Kameraden ist es auf jeden Fall möglich. So, das hier ist richtig hart, richtig hart. Besiege 10 Spieler, das ist wirklich die, eine Voraussetzung. Ne? Das ist eure Voraussetzung. 10 Spieler. Und wenn ihr das nicht in einer Schlacht schafft, 10 Spieler zu erreichen, dann war's das. Dann war's das. Ihr habt das Ding aktiviert, okay, ihr seid immer, nach der Aktivierung seid ihr trotzdem Stufe 1, das heißt, ihr kriegt trotzdem Kohlen raus, ne? Aber trotzdem ist es halt schwierig beschissen. Das hier ist ganz, ganz hart, ohne Freunde, ne? Außer ihr seid echt extrem gut drauf oder ihr tut halt, ne, ihr müsst hier die Multiplikatoren. Ja, da steht jetzt SS, das ist ein bisschen blöd, ne? Das heißt einfach Simulatorschlachten, das müsste man vielleicht ein bisschen anders abkürzen. Da hat Gaijin schon öfters mal Beschwerde reingekriegt. Ja, das ist ein bisschen doof. Vielleicht einfach schreiben SimS, ne? Aber das klingt dann auch doof. Stimmt, da könntest du auch herkriegen. Es gab mal ein Spiel namens SimCity. Das weiß ich auch nicht, wie man das abkürzen kann. Ein bisschen blöd, ne? Oder halt in realistisch, aber ihr seht, das ist der Multifaktor, liegt bei mal 2. Ne? Also wenn ihr so ein Ding ein realistisch aktiviert, ja, kann es auch, aber ihr müsst trotzdem halt, wie gesagt, die Mindestbedingung ist hier halt wirklich sonst 10. Wirklich 10 Stück, das ist echt. Also nein, jeder Spieler, den ihr in Simulator oder realistisch abschießt, zählt mal 2. So. Ja,
ich quatsch viel, Leute. Ich versuche euch das richtig rüberzubringen und lauf dann öfters mal gegen die Wand, weil ich den Text dazu, den richtigen, nicht gleich finde, wie ich es euch erklären will. Das ist, tut mir leid, das ist ein kleiner Schwächefehler von mir. Das ist schon seit Jahren so, generell, ne? Ja. Also lohnt sich das in realistisch zu aktivieren? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Schafft ihr es in einer Runde 5 Spieler umzulegen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist so die Sache, ne? Ich aktiviere so, also das Ding hier habe ich nur ein paar selten mal aktiviert, aber mindestens 10 Spieler, das ist halt wirklich sehr schwierig zu erreichen. So, dann haben wir hier meinen Liebling, Donnergott, den mache ich ganz gern mal an, ne? Ja, Donnergott, ihr habt das ja schon vorhin gesehen, die Voraussetzung ist halt, Bodenziele zerstören, ne? Bodenziele gilt auch, lässt sich auch in Arcade, generell realistisch, Arcade halt, lässt sich halt auch, Panzerschlachten, glaube benutzen? Nee, außer in den Modi Luft überlegen. Ja gut, nee, das zählt. Doch, bei den Panzerschlachten lässt sich das ja auch nutzen. Entschuldigt, ich war gerade hier von Luftüberlegenheit, da war ich gerade neben der Spur. Ja gut, Luftüberlegenheit, der Modus kommt bei den Fliegerschlachten ja nur vor. So, da haben wir einmal Donnergott, ne, wie der Titel hier schon sagt. Dann haben wir hier, ihr müsst entweder eins von diesen Dingern halt erreichen. Donnergott, Panzerfaust, heldenhafter Panzerfahrer, das ist auch richtig, wie gesagt, schwer. Stahlkoloss, Monsterwelle oder Tsunami. Ne, habt ihr einen dieser Dinger in einer Schlacht rausgeholt, kommt ihr immer weiter in der Stufe voran. Und somit lässt sich hier auch gut Kohle mitmachen. Das Ding hier mache ich ganz gerne. Davon hatte ich mal 60 Stück angesammelt. Also ihr seht, es sind nur 27 übrig. Ich muss die mir langsam einsparen, weil irgendwie werden die mir momentan nicht mehr gedroppt. Das ist katastrophal. So, nichts zum nächsten. Held der Lüfte. Ja, das sagt schon alles aus. Ne? Heldenhafter Pilot oder Schreck des Himmels erreichen. Ansonsten kommt ihr da nicht voran. Und das ist... ja, sehr, sehr schwierig, weil jedes von diesen beiden sagt halt regelrecht, entweder du machst hier 12 Fliegerabschüsse und dann kriegst du das Ding, oder du machst 11 Fliegerabschüsse. Ne? Das ist die Voraussetzung. Ne? Und, naja, ja, das ist halt echt schwierig. Richtig, richtig schwierig zu erreichen. Lohnt sich das Ding zu aktivieren? Jein, ne? Jein, es kommen oft genug Runden vor, da erreicht man einfach diese Situation nicht. Da kriegt man das einfach nicht hin und dann war es das eben. Das ist halt, wie gesagt, auch einer von den Wetteinsätzen, wo ich sagen muss, die sind sehr, sehr schwer umzusetzen. Selbst wenn ihr mit Teammates, Kollegen, irgendwelchen Kumpels unterwegs zusammen seid, ist es trotzdem sehr schwer. Obwohl es eine sehr nette Vorgehensweise gibt, die ich euch erörtern möchte. Das habe ich mit einem Kumpel damals zusammen gemacht, weil er hat so ein Ding aktiviert gehabt und wollte das entsprechende halt erreichen. Und wir waren damals, ich sag mal so, ich oder er waren mal Wingman, ne? Das haben wir immer mal so gewechselt. Das hat aber auch mit dem Clan, wo wir damals waren, zu tun gehabt. Und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe irgendwelche Piloten, irgendwelche Flugzeuge angefrickelt, ne, ein bisschen angeschossen. Und er hat den Endkill gemacht. Er hat den Endschuss gemacht und hat dadurch halt, ne, Stück für Stück, ja, so freigeschaltet. So kann man das machen, ne? Wingman-Verfahren halt. Aber das, ja, macht halt nicht jeder, ne? Aber das kann ich euch nur empfehlen. So könnt ihr das hier auf jeden Fall voraussetzungstechnisch durchziehen. Bis zur Endstufe. Was natürlich entweder bei Mindest, ne, 250.000 bringt oder bei Max, ne, 500.000. So, das ist auch nicht schlecht. Flügelmann. Ne? Flügelmann verliehen für das Erreichen der meisten Abschusshilfen in einer Schlacht. Kann nicht weniger als 8 sein. Abschusshilfen machen ist einfach eigentlich. Im Prinzip ist es sowas von einfach. Das ergibt sich während einer Fliegerschlacht allgemein. Ne? Das ergibt sich wirklich. Aber das gilt nicht nur irgendwie für Flugzeuge, witzigerweise. Ich habe nämlich schon Flügelmann bekommen in den Panzerschlachten. Obwohl das mit... ja, gut. Ja, ich weiß, das Wort Flügelmann, das Flügel, das sagt halt einfach, okay, ich muss Flugzeug fliegen. Nein, das ist, Flügelmann bekommt ihr halt wirklich in Flugzeugschlachten, Panzerschlachten und auch in Seeschlachten. Ne? Hauptsache, ihr habt halt wirklich 8 Abschusshilfen. Das ist die Voraussetzung. Das ist echt.
Ist machbar, ist machbar. Ne, das Ding hier ist machbar. Auch alleine ist es machbar. Hilfreich, ne? Das ist dasselbe Prinzip wie das hier, nur dass er halt 7 Abschusshilfen braucht. Oder halt es halt an die Spieler hilfsbereit bekommen, die Spieler, Moment, ich lese euch lieber den Kontext vor, bevor ihr hier. Wenn mehrere Spieler die gleiche Anzahl der Abschusshilfen erreicht haben, wird die Auszeichnung an den Spieler mit den höchsten Punktzahlen vergeben. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen doof, kann passieren. Ne? So, dann haben wir hier Missionsentscheider. Das ist eine ganz üble Geschichte. Ihr wisst alle, wenn so eine Runde gerade mal am Ende ist, kurz vor Endstand ist, ist es sehr schwierig, noch im richtigen Moment entweder den Kill zu machen oder halt irgendeinen anderen irgendwo Schaden zugefügt zu haben. Ne? Das ist der wichtige Faktor. Ihr müsst wirklich einen Spieler abgeknallt haben oder eine KI kaputt gemacht haben. Ansonsten kriegt ihr den Missionsentscheider nicht. Na, verliehen für das Ausführen des ersten und entscheidenden Schlags in derselben Schlacht. Na, also, ja, gegen Ende, sobald, bevor die Schlacht richtig vorbei ist, ne, der Ticker da oben sagt, okay, es sind nur 100 Tickets bei den Gegnern vorhanden, so, ihr macht jetzt ein Bodenziel platt, da gehen dann 100 Tickets weg, boom, ihr habt den Missionsentscheider. Oder ihr habt Flugzeug, Panzer, Co., irgendwas habt ihr abgeknallt, ne, dann kriegt ihr den Missionsentscheider. Aber das ist nicht immer gegeben, denn es ist auch schon öfters vorgekommen, dass genau in dieser Millisekunde, wo ich gerade auf einen geschossen habe, irgendwo anders da ein anderer auf einen geschossen hat und dann hat er euch um 0,3 Millisekunden überholt und dann kriegt er das Ding. Das Ding hier ist wirklich, ja, das ist schwierig. Das aktiviert nicht jeder. Es gibt viele, die das gern machen, aber das ist halt, das ist Glückssache, das Ding hier. Das ist wirklich Glückssache. Und wenn ihr halt, wie gesagt, das Entsprechende nicht geschafft habt, das gilt für alle hier, dann, ja, ist da halt fertig der Wetteinsatz. So, dann haben wir hier jetzt noch beste Staffel. Hatten wir doch schon eben. Hä? Wir hatten doch schon beste Staffel. Okay. Das hört der Lüfte. Wir hatten doch gerade schon beste Staffel gehabt. Habe ich jetzt auszusehen umgeklickt? Oder? Ja, hier, die beste Staffel. Hä? Okay, jetzt haben wir den zweimal drin. Ich bin gerade verwirrt. Kann sein, dass sie was neu gemacht haben. Und dass das dann, ne? Schlachten, in denen keine neue Stufe reicht, wurden 4. Ah, hier sind 4 Chancen drin. Hier haben wir nur 3 Chancen und hier sind 4 Chancen drin. Das Ding ist wohl neu. Das ist wohl vor einiger Zeit reingekommen. Also auch dasselbe Prinzip, ne? Beste Staffel erreichen und ihr habt 4 Chancen, falls mal eine Runde da einfach blöd läuft, ne? So, Flügelbrecher, das ist sehr gut. Das ist gut für alle Panzerfahrer da draußen ist das. Also du sagst, Flak-Panzerfahrer da draußen ist das ganz geil. Das kann man wirklich mit einer Flak verdammt gut erreichen, ne? Flügelbrecher verliehen für das Zerstören der meisten Luftziele in einer Zufallsschlacht, mindestens aber 5. Kann nicht weniger als 5 sein, ne? Und da empfehle ich euch eher, also gut, mit Flugzeugen ist das auch machbar. Aber Flügelbrecher mit einer Flak, deutlich effektiver. Deutlich effektiver. Ihr müsst nur 5 Flugzeuge vom Himmel geballert haben oder auch Flak. Und dann erreicht ihr Flügelbrecher, kriegt hier nochmal 2000 Lines hinterhergeschmissen und kommt hier der Stufe immer weiter voran, ne? Aber auch hier 3 Chancen, falls mal eine Runde scheiße läuft, ne, 3 Chancen wunderbar ist. Also ich habe auch schon andere Runden erlebt. Da lief die Runde gerade nur 5 Minuten. 5 Minuten, weil die Gegenseite uns so überrollt hat, das war nicht mehr heilig. Ihr habt ein paar Runden davon sogar schon gesehen. So, siegreich, das ist sehr schwierig. Ne? Erringe den Sieg in einer Schlacht. 3 Chancen und ja, die Voraussetzung sagt das Ganze schon aus, ne? Ihr müsst den Sieg erreichen. Das ist eine sehr schwierige Vorgehensweise und ist nicht immer gegeben, das wissen wir alle. Ne? Und hier, auch selbst hier, fällt sich das mit dem Belohnungssystem ganz gut. Ne? Die Endstufe hier in der 125.000 oder so. Es lohnt sich, diese Dinger zu aktivieren. Dann haben wir hier Missionsentscheider nochmal. Das ist eine kleinere Missionsentscheider-Version hier. Ihr seht, es gibt hier auch nur 3 Stufen, aber ihr habt 3 Chancen. Ne, das ist wirklich für die Leute gedacht, die so richtig Pech haben. Generell, ich sag's mal so, hier kriegt ihr wenigstens noch halbwegs garantiemäßig was extra raus. Ne?
Weil, wie gesagt, Millisekunden entscheiden, wer den Missionsentscheider bekommt. Millisekunden. Das ist echt übel. Das tut so in der Seele weh. So, da haben wir hier nochmal Flügelbrecher. Der ist irgendwie neu dazu gekommen. Ja, ich bin gerade auch sehr verwirrt, Leute. Viele von euch sind das bestimmt. Flügelbrecher? Flügelbrecher. Ach so, weil der Stack schon voll ist. Ja, irgendwie ist bei 35er Stack wohl schon hier, oder? Nee, warte mal, ich habe einen 45er. Ja, was weiß ich? Weiß. Ach so, okay, das ist der große Flügelbrecher. Die sollten da mal Nummern ansetzen oder sowas. Flügelbrecher Nummer 1 oder so, ne? Und das hier ist der kleine Flügelbrecher. Ne? Hier habt ihr auch nochmal die Garantie, irgendwie, ihr habt drei Chancen und hier gibt es nur drei Stufen zu erreichen, wie ihr seht. Und hier könnt ihr auch ganz gut Lines rausgehen. Wie gesagt, Flügelbrecher kann ich euch nur empfehlen, nehmt eine Flak. Ne? Oder ihr geht halt wirklich, wenn ihr nur fliegen wollt, ne, müsst ihr halt, wie gesagt, Flügelbrecher, ne, verlieren, wie gesagt, mindestens fünf Gegner umgelegt haben, fünf Spieler zerstört haben. Ganz einfach. Ne? Aber mit der Flak macht das halt deutlich mehr Spaß. So, fünf Einheiten zerstören. Das Ding ist auch noch ein besonderer Akt hier. Es gibt ja den Zehner und es gibt den Fünfer. Ne? Der Fünfer, der geht. Also da ist die Garantie deutlich höher, dass man es schafft. Gerade wenn ihr das hier in den realistischen Schlachten, egal bei welcher Aktivität, macht, da zählt das ja jeder Abschuss mal zwei. Könnt ihr euch selbst ausrechnen, da braucht ihr wirklich maximal gerade mal nur drei Runden. Wenn die nicht gerade schlecht verlaufen, ne? Das ist so die andere Sache. Aber im Prinzip kann man dann hier, ja gut, da sind es halt nur 50.000 im Endstadium, hier sind es 100.000. Also, ne, für die Spieler da draußen, die noch nicht so richtig gut hier in dem Spiel sind, ne, oder besonders so ein bisschen Schwierigkeiten noch haben, ist das ganz praktisch. Ja, alles hier gilt ab Rang 3. Finde ich ein bisschen schade, aber Rang 3 ist so ein Faktor für sich, denn vieles. Moment, ich zeige euch das mal hier. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ne? Da ist Rating 4,7. Rang 3 hier, das ist so Rating, ja, 3,7. Manche sind aber auch. Moment, ich glaube, das war bei den Amis. Bei den Amis, hier gibt es irgendwo 3,3er. Irgendwo war einer mit 2,7er Rating. Ich weiß nicht mehr welche Nation. 2,3er Rating haben wir hier ein Premium zum Beispiel. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Beispiel. Generell auch für die Panzer. Da hätten wir vielleicht auch ein Beispiel. Rang 3. Nee, Rating 4,0. Ich will euch ein gutes Rating zeigen. Aber es gibt immer wieder mal verschiedene. Auf, ne? Wie gesagt, der Rang zählt und nicht das Rating. Ne, also ich sag mal so, ihr nehmt jetzt, boah, ja, ich hätte jetzt gern, ja, komm, wir machen jetzt mal als Beispiel bei den Flugzeugen, machen wir jetzt einfach den hier, ne. Wie gesagt, der ist Rang 3, ne, und ihr fliegt aber auf Rating 2,3, ne. Trotzdem wird der hier gezählt. Er ist ja im Rang 3 Bereich. Das ist ja so das Praktische, so kann man richtig gut Kohle irgendwie ranmachen, ranschulen. So. Ja, da haben wir alle Wetteinsätze durch. Zumindest diejenigen, die ich habe und diejenigen, die ich auch noch kenne. Es gibt noch so zwei, drei, aber die habe ich schon lange nicht mehr gesehen und auch schon lange nicht mehr bekommen. Ne? Eigentlich. Oder wartet mal, wir gucken mal kurz nach, ob es gibt hier eine Möglichkeit nachzugucken. Ne, das war es nicht. Kriegst du an deinen Shop, wo ist er denn da? Da kann man extra nachgucken, wie viele es gibt. Moment, wo war es? Warten, das blöde Ding. Ach, da war es hier. Hier haben wir alle. Nee, siegreich. Gut, der Golden Wrecker ist hier jetzt nicht mit drin. Den kriegt ihr nicht da raus, ne? Flügelbrecher. Das sind wirklich alle gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Und den Golden Wrecker, ne? Kommt noch mal. Na, dann halt eine 9. Mit den anderen zwei, die es mal gab, da waren es dann halt damals 10. Aber die sind halt, wie gesagt, nicht mehr gegeben. So, jetzt kommen wir endlich zu den Einsatzbefehlen. Ja, die könnt ihr innerhalb einer Schlacht aktivieren. Also ihr müsst schon in der Schlacht sein und dann könnt ihr da so ein Ding aktivieren. Das ist immer so eine schwierige Aktivität, muss ich sagen. Ne? Das ist immer so eine schwierige Sache. Das ist nämlich nicht immer gegeben, dass ihr das Ding dann abkrallen könnt. Das kann auch ein anderer Spieler sein. Ne? Ihr müsst halt richtig ins Zeug legen. Aber lässt sich trotzdem ganz gut. So, nehmen wir mal hier, wie gesagt, den hier.
Die Belohnung hängt von den Punkten ab, die während der Laufzeit des Einsatzbefehls verdient wurden und werden abhängig von Spielmodus multipliziert mit Arcade, Schlachten mal 3, ne, Lines oder realistisch auch mal 3. Okay, da hätten sie eigentlich mal 5 oder so rausklappen sollen. Na gut. Ja. Und ja, die Voraussetzung ist Land, ne? Zieltyp Land. Also Landfahrzeuge zerstören. Das lässt sich in den Fliegerschlachten aktivieren und das lässt sich in den Panzerschlachten aktivieren. Nur bei den Seeschlachten ist ja wohl klar, da lohnt sich das. Das klappt da. Zumindest greift es da nicht. Habe ich zumindest noch nicht erlebt. Ne? Und in den Simulatorschlachten lässt sich das auch nicht aktivieren. So. Also ihr müsst Landfahrzeuge platt machen und wer halt auf oben auf Platz 1 steht mit den meisten zerstörten Landfahrzeugen, ne, der bekommt dann halt nach einem gewissen Zeitraum, also von 5 Minuten, bekommt er dann halt hier das da. Und alles, was ihr während der Zeit halt zerstört, wird mal 3 gezählt. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt einen Panzer zerstört, irgendein KI-Panzer und der gibt 100 Lines. Ne? Das mal 3, könnt ihr euch selber ausrechnen, 300. Das läppert sich ganz gut. So, Flugabwehr, ich glaube, der Name sagt es aus, ne? Lässt sich in den Fliegerschlachten und in den Panzerschlachten aktivieren. Nicht in Simulator, das gilt für alles mit Simulator hier, ne? Also beim Simulator, da, die kommen einfach zu kurz. Aber generell Simulator kriegt man halt auch wirklich genug Belohnung nachgeschmissen, muss ich mal dazu sagen. Ne? Das reicht immer aus. Ja, die Belohnung, selber Text wie hier, ne? Ist überall derselbe Text eigentlich. Die Voraussetzung ist halt hier Zieltyp Flugzeuge. Ne? Flugzeuge, Ziel ist klar. Ne? In den Panzerschlachten müsst ihr halt Flugzeuge abknallen damit. Und wer halt die meisten, oder sagt, wer halt auf Platz 1 ist, zeigt euch ja extra an, wer alles auf Platz 1 ist. Wenn ihr so ein Ding aktiviert, gilt es für alle Spieler. Also nicht nur für eure Seite von euren Leuten, sondern auch bei der Gegenseite. Daher, ihr müsst richtig reinzundern. Da ist es auch so eine Sache. So, blinde Jagd, das ist so ein Ding, das hasse ich wie die Pest. Aktiviere ich nur ganz selten, ne? Ja, zerstöre die markierte Einheit in angegebenen Zeitraum. Die Belohnung wird für jedes zerstörte Fahrzeug separat vergeben, ne? Zeit für jedes Ziel 2 Minuten. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Das heißt, ihr seid jetzt in der Schlacht und ihr aktiviert blinde Jagd. So, irgendein Spieler ist markiert worden von der Gegenseite, ne? Den müsst ihr in einem Zeitraum von 2 Minuten killen. Aber das wissen alle anderen auch und die wollen das auch in 2 Minuten killen. Und der ihn gekillt hat, ne, da springt das ganze System dann um, ne, und man ist selber das Ziel. Und dann geht das hin, her, hin, her. Ja, ich sag's mal so, wenn ihr das Ziel seid und der Gegner hat es nicht in diesem Zeitraum geschafft, euch zu killen, habt ihr sowieso schon fast die Chance, hier die Belohnung rauszukriegen. Die ganze Sache läuft allerdings 6 Minuten. Also ja, das ist so eine Sache für sich. Ihr seht aber, wie das Belohnungsverhältnis ist. Ihr seht 3000 Lines nachgeschmissen und in Arcade oder halt 5000 in realistisch. Aber das blinde Jagd, das aktiviere ich eher selten. Das staut sich auch an. So, Rächer ist auch so ein Ding. Ne? Zerstöre die markierte Einheit in angegebenem Zeitraum. Ein Spieler, der ein Ziel zerstört hat, wird selbst zum Ziel. Die Belohnung für jedes zerstörte Fahrzeug separat vergeben. Ja, der ist auch. Also dauert 6 Minuten. Das heißt, irgendein Spieler hat jetzt einen anderen von euren Leuten weggeklatscht. Ne? Ihr müsst euch den Namen merken. Klatscht den weg. Und dann rutscht ihr in so einer Ranglistenbereich auch wieder nach oben rauf. Ne? Also so verläuft sich das. Das ist extrem beliebt. Extrem beliebt, ist klar. Ist auch verständlich. Ne? Der Beste sein. Jede Aktivität gibt Punkte und diese Punkte, ne, wenn ihr das aktiviert habt, da, wie gesagt, hier gibt es auch wieder so ein Ranglisten-Ding. Ne, Platz 1 bekommt er halt natürlich die Belohnung, ist klar. Platz 2 und 3 bekommen gar nichts, wie es immer so läuft. Und das ist so eine Sache für sich. Das Ding hier, das ist schwer zu erreichen auch, aber das ist, wenn ihr so ein Ding aktiviert, könnt ihr zu 100% damit rechnen, dass die Aktivität der Spieler ums Potenzielle hinausgeht. Also so richtig, die sind dann alle ein bisschen aggressiver unterwegs. Richtig aggressiver, weil jeder will das Ding hier erreichen. Weil 10.000 Lines einfach mal so nachgeschmissen bekommen, ist wirklich mal was Tolles. Ne? Gut, realistisch 15.000.
Also das ist extrem beliebt und wird sehr oft aktiviert. Sehe ich sehr, sehr oft. So, Übermacht. Ne? Ja, Übermacht. Ja, ihr müsst drei Ziele zerstört haben, aber auch die anderen machen das. Also, wie gesagt, gut, die Chance da, das zu kriegen, ist auch ganz gut, aber trotzdem, ja, wird aber nicht mehr so oft aktiviert in letzter Zeit. Ne? Ja, nicht so oft, ist mir nicht so aufgefallen. So, dann haben wir hier Hans Dampf in allen Gassen. Sei der Erste, der drei feindliche Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien zerstört. Jäger, Bomber, Erdkampfflugzeug, leichter oder mittelschwerer Panzer, ne, schwerer Panzer, Selbstpalette, Flugabwehrfahrzeug. Ihr müsst drei verschiedene von diesen Dingern zerstört haben. Und wenn ihr das geschafft habt, ja, kriegt ihr diese Belohnung auch raus. Witzigerweise, ja, ist das. Ja, wie war die Bezeichnung? Es ist wie so ein Pokerverhältnis, ne? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bomber zerstört habt und habt auch noch einen Panzer zerstört in eurer Liste, weil ihr in einer, ne, realistischen Schlacht oder so seid oder generell in Arcade-Panzerschlacht drin seid, ja, auch die Flieger werden gezählt, ja. Und irgendwer zerstört aber jetzt, also ihr habt zum Beispiel Bomber und einen leichten Panzer zerstört, ne? Machen wir es mal so. Und irgendwer hat Flugzeug zerstört oder Bomber zerstört, besser gesagt Bomber, und hat einen schweren Panzer zerstört. Dann rutscht der auf den ersten Rang und kriegt am Ende dieses Ding. Ja, das ist eine schwierige Sache hier. Das wird auch selten aktiviert. Boah, haben wir schon mal viel abgearbeitet, ne? Es ist ganz schön viele Informationen. Gerade die Einsatzbefehle hier sind alle so ein bisschen sehr schwierig zu nutzen. Ich sag's mal so, das hier lohnt sich, ne? Und trotzdem ist nicht immer gegeben, dass ihr das Ding abkrallen könnt. Wie gesagt, die Gegenpartei kann ja mitmachen, die kann ja da auch. Und bei Beste sein, da könnt ihr damit rechnen, dass die Leute auf jeden Fall aggressiver spielen. Ne? Auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum anderen Punkt. Da müssen wir allerdings auf den Desktop gehen. Er sagt, so, einmal willkommen auf meinen Desktop. Sieht wieder hier wüst aus. Und einmal hier die Art Wars. Wiki, War Thunder, da kriegt ihr die meisten Informationen. Das ist leider hier auf Englisch. Daher euch immer einen Google-Übersetzer zur Seite schlägen. Oder es gibt noch eine Möglichkeit. Ich habe hier noch was gefunden. Leider auch auf Englisch. Aber da steht wenigstens das so ein bisschen grob dabei, wie viel Belohnung man kriegt. Ne? Das ist die ja, War Thunder Wiki Fandome. Wie ihr seht, hier oben in der Leiste. Ne? AdWords, ne? Hier ist aber nicht viel in dem Ding. Aber trotzdem hat sich jemand die Mühe gemacht, so einige Informationen hier, und ja gut, schon einiges drin, hier reinzuschreiben. Ne? So einige Leute haben sich hier schon Mühe gemacht, was zu schreiben. Wer auch immer das hier ist, der die Schreiberei da übernimmt, Daumen hoch, ne? Daumen hoch. Und hier steht auch, leider, okay, hier ist das Symbol jetzt nicht dabei, wie hier, ne? Nur leider steht hier zum Beispiel nicht dabei, was man dann, die Voraussetzung, aber was man halt an Belohnung dafür bekommt, steht hier nicht dabei. Das finde ich ein bisschen mangelhaft, das sollte Gaijin vielleicht noch in nächster Zeit mal ändern, ne? Ja, hier Airstrike Assist, also das sagt wohl alles aus, ne? Abschusshilfen in den Fliegerschlachten, 150 Lines zum Beispiel. Oder Chance Meeting, ja gut, ja, getting killed by ramming tree, das lese ich leider. Ihr versteht, was ich meine. Wer jetzt nicht so weiß, ich bin jetzt nicht so gut in Englisch, wir markieren das mal ganz schnell, ne? Zack, bumm, zack, so, in einem Match durch dreimaliges Rammen getötet werden. Ne? Einfach so. Da kriegt man dann halt 500 Lines nachgeschmissen. So, also hier, manches steht hier leider nichts dabei. Ne? Leider. Da fehlen die Informationen. Ich weiß nicht, ob ich das nachfüllen kann, also hinzufügen kann irgendwann mal. Ich muss mal den Betreiber dieser Webseite anschreiben und sagen, du, ich habe vielleicht Informationen für dich. Aber hier kann man sich so ein bisschen grob hier, ne, grob hier Informationen holen. Hier für Soft Landing, also für die weiche Landung, kriegt man 100 Lines nachgeschmissen. Supporting Fire 200 und so weiter und so fort. Hier kriegt ihr halt wichtige Informationen. Das hier sind auch ganz besondere Sachen, ne? Hero Bomber, ne, Zerstörer 25. Ja, das ist ganz geil.
Ich mache das extra trotzdem mal hier mit der deutschen Übersetzung, weil nicht jeder sieht gerne englisch geschriebene Sachen. Zerstörer 25, ne, oder mehr Bodenziele. Ne, und dann kriegst du 5000 Lines rausgeschmissen. Und hier gibt es wirklich viele wichtige Informationen. Hier ist sogar eins dabei, das ist sehr begehrt. Ich muss gerade gucken. Hier, der God Mode. Ja, da kriegt ihr wirklich 30.000. Aber die Voraussetzungen sind sehr schwer. Ich sehe das aber in den Panzerschlachten sehr oft, wenn da Leute versuchen, mit den Haubitzenfahrzeugen aus dem ersten Rang rumzufahren. Gibt ja so ein paar in dem Spiel. So. Ein Fahrzeug zerstört, das 5 oder mehr BR-Ränge höher ist. Und da gibt es im Spiel hier, gibt es so einige Fahrzeuge, mit denen man das machen kann. Ganz beliebt momentan, Moment, ich zeige euch das mal bei den Deutschen. Ganz beliebt momentan ist das mit dem Ding hier. Mit der 15 cm SIG, ne? Weil das hat ja ein Rating von tatsächlich 1.0. Das war mal ein Rating, das Ding hatte mal ein Rating gehabt auf 1.7. Jetzt haben sie es auf 1.0 gesteckt. Und damit sind viele Leute in den ganz hohen Rängen unterwegs, um den sogenannten Godmode zu holen. Und es ist witzigerweise möglich. Das liegt an der Munition von diesem Ding. Und an der Kanone generell. Denn die Munition macht 185 mm auf egal welche Entfernung auf dem Winkel von 0. Und es gibt viele Fahrzeuge in den hohen Rängen. Hier, wir sind hier Rating 1.0. Dann sagen wir mal so hier auf Rang 4, so in dem Rating von 5.7 zum Beispiel oder 6.7, gibt es trotzdem viele Fahrzeuge, die panzerungstechnisch doch nicht so gut aussehen. Ne? Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, nehmen wir als Beispiel hier einen Brite auf. Ja, okay, jetzt nicht gerade den Tutoys, der ist sowieso generell schwer zu knacken, ne? Der ist sehr schwer zu knacken. Aber nehmen wir mal so, ich weiß nicht, nehmen wir mal den Chirotier hier als Beispiel, ne? Einfach mal so als Beispiel, grobes Beispiel. So, fronttechnisch ist es möglich, wie ihr seht, da sind es nur 76 mm Panzerung. Es ist echt möglich, den komplett auszuschalten, seitlich ist natürlich klar. Ja, die 6 mm stimmen nicht ganz. Das sind nämlich eigentlich in der Seite. Das lässt sich jetzt hier nicht so. Ah, doch. Nee, doch nicht. Kann ich euch leider nicht zeigen, wie die Seite richtig gepanzert ist. Obwohl, doch, hier geht's. Ja, 51 mm. Ja. Also, ja, das sehe ich schon öfters mal. In vielen Runden sehe ich das, dass die Leute gerade mit solchen Haubitzenfahrzeugen unterwegs sind. Na, generell hier mit so gewissen Kalibern, mit denen man tatsächlich durch bestimmte Panzerungen durchschlagen kann. Und das ist ein begehrter, ne, das ist ganz begehrt und 30.000 einfach mal so für wenig Aktivität rauskriegen, ist wirklich geil. Na, einfach mal genial. Ja, die Informationen, was diese Webseiten hier angeht, beide, ich setze euch das in die Beschreibung unten rein, den Link, dann könnt ihr euch hier selber durchklicken, ne. Selbst informieren. Und wie gesagt, immer hier den Google-Übersetzer. Er ist nicht der Beste, das weiß ich selber. Es gibt ein paar Leute, die schwören auf Abajo, aber ja, bei Abajo fehlen mir schon wieder einige Funktionen, die ich schon witzigerweise hier habe. Ja, war kein Plan. Ich nutze nicht immer so oft Übersetzer, ne? Weil das Wort Double Strike, das sagt mir auch alles aus, ne? Einfach Doppelkill machen und 375 Lines kriegt man nachgeschmissen, das heißt immer wenn ihr einen Doppelkill macht und das läppert sich, das kann sich ja aufeinander läppern, ne? Das ist das Schöne. Ja, so kriegt ihr genug Lines zusammen, ne? Möglichkeiten sind gegeben und ja, ich sag's mal so, lohnt es sich jetzt auf die Frage in Wetteinsätze zu nutzen? Ja, auf jeden Fall schon. Es gibt ein paar, die sind halt schwierig, ist klar. Aber es gibt auch so einige, wo es einfach ist. Das hier, das scheint eigentlich eine recht einfache, halb einfache Sache zu sein. Ihr müsst halt 5 Spieler, ne, zerstören. 5 Spieler. 5 Spieler ist die Voraussetzung. Das lässt sich aber in verschiedenen Aktivitäten machen. Gut, bei den Seeschlachten muss ich sagen, ja, ist nicht immer gegeben, ne. Gerade bei den Seeschlachten, ich weiß nicht, gut, wenn ihr jetzt mit einem großen Dreadnought unterwegs seid oder so ein Schlachtschiffmodell, okay, und ihr kriegt wirklich hier die Kills raus, ja, dann lässt sich das machen. Bei Fliegerschlachten auf jeden Fall. Also,
Ne, da sollten schon so 5 drin sein. Gut, es gibt auch Situationen, wo man dann halt wirklich keine 5 rausholt. Da habt ihr aber dann diese 3 Chancen. Ne? Das ist schön. Ne? Und dann gibt es halt wieder ganz, ganz schwere. Ne? Siegreich, das ist eine richtig schwere, weil nicht immer kommt der Sieg raus. Also, ehrlich gesagt, habe ich nur einmal in meinem ganzen Dasein in War Thunder das Ding bis zur Endstufe erreicht. Ja. Nur ein einziges Mal. Da kam 10-mal hintereinander, ohne dass ein Fehlding dazwischen gekommen ist, Siege. Ich kann euch nicht sagen, was an diesem Tag besonders war, aber die Runden, die ich gekriegt habe, die sind immer so gut verlaufen. Ich kann euch echt nicht sagen, was. Es war einfach mal ein glücklicher Tag. Sagen wir es mal so. Die gibt es ja auch. Ne? Glückliche Tage. Die gibt es einfach mal auch. So, ja, ich habe alle wichtigen Punkte abgearbeitet. Ihr wisst jetzt, wie ihr Lines machen könnt über die Wetteinsätze, ob sich das lohnt oder nicht. Zur Not, ihr könnt euch hier das alles nochmal schön durchlesen und, ne, ja. Und ihr müsst nicht unbedingt das Maximum an Lines einsetzen. Ihr könnt ja auch mit Mindesteinsatz da reingehen, das geht ja auch. Ne? Man kriegt immer genug ein bisschen was raus. Das ist ja so der Punkt. Man kriegt immer was raus. Ja, ich hoffe mal, die Information reicht für euch. Ich werde jetzt natürlich noch etwas extra machen, damit ihr auch noch was zum Lachen habt. Das ist nämlich zum Lachen. Das Ding ist nämlich eigentlich, das ist ein Schuss in den Ofen. Das ist ein Schuss in den Ofen. Da verschwindet man eigentlich nur seine Kohlen. So, wie viel habe ich denn noch übrig? Ja, gut. Ja, da kann ich nur 2, nee, da kann ich nur 4 kaufen. Oder? Nur 4 kaufen, dann habe ich einen zu viel gekauft von den Kisten. Ja, das aktiviere ich dann. So, hier verliere ich nämlich eine Menge Lines drin. Ne? Gut, ich habe genug, aber ich will auch nicht zu viele verlieren. Ne? Ist noch so ein Ding. So, dann gucken wir mal, ob aus diesen Dreckskisten tatsächlich noch was rauskommt, wo sich's lohnt. Ja, die Möglichkeiten sind Fahrzeuge. Ne? Darauf ziele ich eigentlich eher mal ab. Aber wie groß die Chance, dass ich mal so ein Coupon rauskriege? Daran Strich bin ich auch nicht gerade dagegen. 3D-Dekoration, wenn ich sie auf dem Gaijin-Markt verkaufen kann, super geil. Ansonsten will ich die Dinger nicht haben. Abzeichen will keiner haben, wenn wir schon Abzeichen haben. Obwohl, es gibt hier ein paar schöne, ne? Es gibt hier schon ein paar schöne. Das finde ich geil, das finde ich nice. So schöne Pin-Ups, ne? Wer spackt sich nicht gern mal so ein Pin-Up auf dem Panzer, Flugzeug oder auf dem Schiff? Oh, die Dame, es hat schöne Beine. Ich krieg gleich eine Bratpfanne über den Schädel, wenn ich das noch ein paar Mal sage, weil, wie gesagt, ich habe eine Freundin. Und die Dreh. Gut, sowas eifersüchtig werden, das tut sie jetzt nicht, aber. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nur Spaß, ne? Das ist nur Spaß. Ja, schauen wir mal, was wir rauskriegen. Es wird nur Schrott sein, 100 Pro. Oder Booster. Booster habe ich nichts gegen. Tada! Ja, ein 20er Booster. Ja, gut. Ja, kann man mal machen, ne? Ein 20er Booster. Kann man mal machen. So. Und. Komm schon, sei höflich zu mir. Ja. Ihr habt das alle gesehen. Er hätte eigentlich da drauf gehen müssen. Und stattdessen, also, ja. Na gut, Gutscheine. Das wäre es gewesen, weil der Flieger, den habe ich schon, aber den könnte ich auf dem Markt verkaufen und der ist ganz schön was wert. Mist. Oh, yippie. Obwohl, der beste sein ist gut, ja. Mal der allgemeinen Fliegergemeinschaft oder Spielergemeinschaft was Gutes tun. Ne, das krapscht sich gern jemand ab. Selten, oder ja gut, es ist schon mal vorgekommen, dass ich das mal erreicht habe, aber mal aktiviere ich es für andere Spieler, ne, damit die einen Grund zur Freude haben. So ein Ding in den, zum Beispiel in den Anfängerschlachten, das haben wir jetzt nicht. So ein Ding jetzt zum Beispiel auf Rang 1 zu aktivieren, könnt ihr jederzeit machen, da lohnt sich das sogar sehr. Weil viele, gerade die Anfänger da, die sind glücklich, wenn sie mal 10.000 Lines nachgeschmissen bekommen. Na? Ich selbst habe da jetzt keine, ich sag mal so, ich habe nur die große Freude dran, dass sich jemand darüber freut. Na? Da gibt es dann, leider gibt es kein Dankeschön. Aber das ist ja auch, muss ja auch nicht sein.
Ja, also ich habe jetzt nur noch Schrott gekriegt, ihr seht. Also die Booster, die nehme ich ganz gern mit Handkuss, aber der Rest, naja, gut, Einsatzgutscheine, ja, kann man ja mal machen. Na, hier. Kann man ja mal machen. Die Tombola ist im Arsch. Ihr habt alle es gesehen, ihr habt es alle gesehen. Eigentlich hätte er nach vorne gehen müssen, aber stattdessen sagt die Tombola, nein, dir schenke ich keinen Flieger. Dir schenke ich keinen Flieger. Ich gehe mal auf was anderes um. Oh. Ja, was soll's. Jo, ja, ich würde mal sagen, das war's. Auf die Fragen hin, die da noch kommen, wegen der Tombola eben. Das war jetzt von dem sogenannten Weihnachtsevent von 2022. Für alle, die ein bisschen später dieses Video hier sehen und dann fragen, hallo, ich habe keine solche Kiste, wo ist die? Die sind nicht mehr da, ne? Das hat halt einfach nur mit den Events zu tun. Aber ich wollte jetzt halt euch einfach mal was zum Lachen geben. Und ihr habt ja gesehen, was die Tombola mit mir gemacht hat. Schweinerei. Mist. Mieses Drecksstück. Ja, mieses Drecksding. Gut, Knut. Dann, ich hoffe mal, ich habe euch genug informiert, was die Wettereinsätze und den ganzen Kram da angeht. Zwischenzeitlich ist ein bisschen lang geworden, gebe ich zu. Aber das ist halt ein wichtiges Thema hier. Und die Leute wollen halt, ne? Richtig viel Informationen haben. Das ist ja auch sehr wichtig. Und jeder dieser Wetteinsätze, wie gesagt, ab Rang 3. Ansonsten die Einsatzbefehle, sofern nicht anders da angegeben. Ne? Aber ihr seht, hier sind solche Angaben nicht. Sind immer aktivierbar. Auch im Rang 1. Ne? Immer. Aber hier die Dinge ab Rang 3. Ne? Da müsst ihr euch nach orientieren. Da sucht ihr euch am besten die mit dem niedrigsten Rating immer aus. Packt euch ein bisschen was zusammen. Zack, bumm. Und nehmt vielleicht einen Freund, Freundin mit. Oder das dritte Geschlecht. Keine Ahnung, wie man das jetzt noch nennt. Ich komme hier sowieso durcheinander. Und ja, zieht das einfach so eiskalt durch. Ne? Gut, dann wünsche ich euch allen noch viel, viel, viel Erfolg mit euren Wetteinsätzen. Viel Glück, ne, das zu erreichen für all diejenigen, die Wetteinsatz und auch noch hier Einsatzbefehl durchzimmern wollen. Noch extra viel Glück. Hauptsache, ihr kriegt die Lines zusammen. Ne? Das wünsche ich euch sehr. Ansonsten gibt es ja halt auch noch die Möglichkeit hier, die Booster. Ne? Die gibt es ja auch noch. Die kann man sich auch kaufen. Die könnt ihr euch kaufen hier in den In-Game-Shop. Ihr seht, wie das Kostenverhältnis ist. Ne? Das lohnt sich das? Ja, so ein bisschen schon. Es lohnt sich schon. Es ist halt nur, das gilt für 10 Schlachten, das gilt für 10 Schlachten und 8. Okay, sie haben es jetzt einheitlich gemacht. Denn ich erinnere mich aus Zeiten, da war das noch ein bisschen anders. Da war das, ich glaube, da hatte das, war das, galt das hier nur für eine Schlacht, glaube ich. Bin ich mir definitiv sicher. Gut, sie haben es angegleicht. Das ist ganz gut. Also generell 10 Schlachten. Das hier gilt nur für einmal, ne? Ja, aber das lohnt sich das da zu kaufen? Ja, nicht so richtig. Gerade bei den krummen Zahlen hier. Nicht so immer. Ne? Lohnt sich jetzt nicht so. Na gut, dann, wie gesagt, viel, viel Erfolg noch, Leute, weiterhin hier im Spiel. Viel, viel Spaß noch. Und ansonsten, wenn ich euch informiert habe, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten, ja, wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag noch. Ne? Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao.